So, da sind wir wieder in Arch-Age. Das letzte Mal haben wir ein paar Quests gemacht. Schwupp. Also jetzt läuft das schon mal wesentlich besser wie das letzte Mal an. Das letzte Mal haben wir ein paar Quests gemacht. Da werden wir auch gleich hier weitermachen. Seit Generationen jagen junge Piraten Plateau-Erdmänner und Tantare, um ihre Tapferkeit zu beweisen. Wer sich an den Werdeklippen versuchen möchte, ist gut damit beraten, sein Können zuerst hier auf die Probe zu stellen. Das haben wir eigentlich schon gemacht, aber machen wir einfach nochmal. Immer gerade so schön davor stehen. Und wir ja auch noch ein bisschen aufleveln am besten. So. Ja, das. Ich habe im Internet ein bisschen Kritik über das Spiel gelesen. Kann ich jetzt gar nicht so nicht richtig nachvollziehen. Weil mich das fast nicht betrifft. Dass das neue Update so brutal mit Kosten zu tun haben soll. Dass vieles nur noch mit realem Geld kaufbar ist. Aber ich muss dazu sagen, finde ich in der Haltung her nicht richtig. Denn immerhin ist das Spiel kostenlos und so als Starter sehe ich jetzt nicht viel, was mit Kosten betroffen ist. Das werden wir noch im Laufe des Let's Plays sicherlich herausfinden. Reales Geld werde ich definitiv nicht ausgeben. Muss man aber auch nicht, heißt es. Von daher ist natürlich auch im Vorteil dem gegenüber. Ich meine, natürlich gibt es kaufbare Inhalte in einem solchen Spiel, wenn es kostenlos ist. Aber das ist ja auch irgendwo richtig. Die wollen ja auch irgendwo Geld verdienen. Und ich meine, gut, man könnte jetzt auch sagen, okay, sie hauen das Game für 50 Euro raus. Man kauft es sich und dann hat man alles Mögliche. Aber wenn man dann auch noch die Möglichkeiten hat, die Dinge zu finden, ja, wo ist denn dann das Problem? Also ich würde mich da nicht beschweren. Ging jetzt speziell auch darum, dass irgendwelche Kristalle mal sehr viel wert waren und jetzt nichts mehr wert sind, weil man sie kaufen kann und so. Aber ja, die Entwickler wollen natürlich Geld verdienen damit. Das ist eigentlich, also mir leuchtet das ein. Ich verstehe das und kann das auch nachvollziehen. So, was auch mal mit euch probiert. So, noch einer fehlt. Einen brauchen wir noch. Haben wir hier die Quest noch einmal gemacht. Ich habe jetzt eine neue Technik, oder? Nee, noch nicht. Muss ich erst noch kaufen. Das Technikangebot, da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen. So. Also ich finde das hier sehr, sehr, sehr atmosphärisch und ich finde das cool. Hat ein bisschen viel Text drumherum. Aber an sich wüsste ich jetzt nicht, was ich da noch groß negativ sehen sollte. Aber das ist, vielleicht komme ich ja noch dazu. So, jetzt heißt es zum nächsten Auftrag. Die Frage ist, wohin gehen wir? Ist das Plateau Erdelementar nicht tot? Doch, ja, das stand nur noch da. Da ist eine Kutsche. Die haben wir schon mal gesehen. Was ist denn die gut? Das Game muss ja auch ziemlich groß sein. Ah, da oben sitzt so eine Art Gremlin. Kann ich aber irgendwie anscheinend nichts mit anfangen. Hey, jetzt fährt er mir weg. Ich wollte eigentlich mitfahren. Ah, jetzt habe ich das Menü geöffnet. Das wollte ich nicht. Kriege ich das wieder zu? Alternativ. Was haben wir denn hier geraten? Ah ja. Da kann man so ein bisschen einstellen, wie man die Kleidung tragen möchte, aber da habe ich noch nicht so viel. Mit der Steuerung muss ich mich auch nochmal auseinandersetzen, nach dem heutigen Spiel. Da muss ich mir mal ein bisschen offline aufschreiben, das habe ich jetzt vergessen. So, Windstein, der bringt mich, glaube ich, zurück zum Anfang. Okay, ich verstehe den Windstein einfach nicht. Da bin ich nicht schlau draus, was das jetzt sollte wieder. Ja, ich muss die Piranprüfung machen. Wo muss ich denn hin? Ich bin etwas verwirrt.
Ich weiß nicht, ob wir sie da hinten finden werden, aber ich will auch mal ein bisschen raus ins Gefild, ein bisschen die Umgebung ändern. Es ist schön Nacht. Da können wir uns mal ein bisschen umschauen und nebenher noch trainieren. Windsegen beendet. Okay, hä? Hätte ich wohl stehen bleiben müssen. Hat anscheinend doch eine Zeitangabe, habe ich gerade oben links gesehen. Da müssen wir das nächste Mal ein bisschen warten. Ich möchte jetzt aber erstmal hier raus ein bisschen was anderes sehen. Nicht nur so die eintönigen Steppe, die wir schon kennen, wobei wir uns da noch sicherlich viel aufhalten werden, um die ersten weiteren Quests zu lösen. Da sind Plünderer, die man momentan nicht sieht. Da muss ich erst die Grafik noch aufbauen. Oh, 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 die greift mich an. Ei, was ist hier los? Hoppala. Ja, das ist gemein. Das ist gemein. Respawn-Tempel. Mist. Ja, wie soll man denn gegen Unsichtbare kämpfen? Also dieses Problem habe ich noch nicht im Griff und ich weiß nicht, was das ist. Ich verstehe es nicht. Ich muss da noch dahinter kommen, wie ich das verhindere. Ich meine, ich müsste es verhindern können, dass eben die Figuren so aufploppen, und das nervt ziemlich tierisch jetzt, weil sonst wäre ich nicht gestorben. Da liegt sie jetzt was. Tja. Jetzt habe ich hier verschiedene Buff, Respawn, Cooldown, Trauma der Wiedergeburt gegen Mobs mit Buff, Autorität des Bärschers können keine Skills eingesetzt werden. Und hier neu, Newest Host erhöht Stärke, Spiralität, Intelligenz, Ausdauer und Agilität plus 10%, verbleibende Zeit 9 Minuten. Weiß nicht, ob das zusammen. Niemand kann in der Nähe von Louis angreifen oder angegriffen werden. Ja, stehen wir mal wieder auf. Tja. So passiert's. Was hat er gesagt? Ja, er wird mir gesagt haben, dass ich wieder bedient wurde. Gut. Quests. Ich will questen. Udune. Also Udune. Ach, jetzt bin ich hier an der Stelle. Mhm. Bin also nicht ganz hin. Bin wieder hier an der Ecke. Geh mal zu Udune. Mit dem haben wir ja schon gesprochen. Vielleicht sagt ihr mir noch was, was ich wissen muss. Der will nicht mehr mit mir sprechen. Gut, also anscheinend kann man die nur ansprechen, wenn sie was zu sagen haben. Das ist schade. Ein bisschen seelenlos. Na. Das scheint doch meine kleine Schwester zu sein. Sieht zumindest so aus. Ich habe alles über die Firan gehört. Da eine Ranke hochklettern wollte, die zu schwach war, um ihn zu tragen, und danach gelähmt war. Wenn Erwachsensein bedeutet, dass man stirbt oder noch Schlimmeres, dann möchte ich nicht groß werden. Ja, Schwesterchen, drück dich nicht. Da wirst du auch durch müssen. Und wenn wir dich zur Firan-Prüfung an den Haaren ziehen müssen. So. Jeder muss seinen Teil beitragen. Hier waren wir schon, da sind wieder die Windflüsterer. Aber da ist dann natürlich auch nichts Neues. Ich möchte eine neue Quest machen und ich weiß nicht, vielleicht muss ich da wirklich zum Anfang zurück. Irgendwo war dieser Runenstein. Wie konnte ich den aktivieren? Rückruf. Rückruf? War das das? Ja. Mit Rückruf komme ich zurück zum Anfang. Da werde ich mich jetzt mal sparsam zurück teleportieren, dass ich nicht hinlaufen muss. Weil ich auch ein fauler Mensch bin. Ist natürlich interessant jetzt zu wissen, ob wir jetzt noch ein paar Quests machen müssen oder die Firan-Prüfung. Also das ist wirklich was, wo ein bisschen knapp beschrieben ist. Der Fortlauf ist nicht fließend, also man muss schon ein bisschen suchen. Ist nicht schlimm. Ich bin Classic-Gamer, da ist man sich das Suchen gewöhnt. Will gar nicht wissen, wie viel ich schon in Games gesucht habe. Wahrscheinlich mehr wie im realen Leben. Aber mittlerweile ist es man sich dann doch schon ein bisschen gewohnt, dass man sehr dahin geführt wird, wo man hin muss.
Wobei ich dann so leuchtende rote Pfeile am Boden auch nicht toll finde. Was ist das? Das ist mein Zelt, oder wie? Irgendwie musste ich auch mal das Crafting bzw. das Sandboxing ausprobieren. Man kann ja hier... sei nicht so nervös, heute ein wichtiger Tag, aber ich bin sicher, es wird alles glatt gehen. Ja, die sagen mir schon seit 10 Tagen, dass es ein wichtiger Tag ist. Oh, was hängt denn da oben? Ja, genau, was ich ausprobieren möchte, ist natürlich das Sandbox-Feeling. Was hängt denn da rum? Hängen die ihre Wäsche auf Bäumen auf? Naja, sind Katzen. Würde zusammenpassen. Würde tatsächlich zusammenpassen. Wobei ich glaube, dass nur eine Theorie von mir ist, die wo wirklich stimmig ist. Aini, Nonsore. Das letzte Mal waren noch so glühende Lichtpfahle, die wo in den Himmel führten. Finde ich das nicht hier auch irgendwo? Ich möchte weiter. Schauen wir mal, ob die mit mir spricht noch. Also sprechen will jetzt irgendwie anscheinend keiner mehr mit mir. Aber vielleicht drücke ich auch die falsche Taste. Das müsste aber eigentlich die F-Taste sein. Das heißt, dass man mich schön in den Fußstapfen des Gottes stünden muss. Das bringt mir jetzt alles nichts. Naja, Alphonus hat einen großen Erfolg. Oh. Das hat, glaube ich, nichts mit mir zu tun gehabt. Das war ein allgemeiner Weltentext. So, das ist mein Tiger, ist er schon groß geworden, mein Löwe. Ich will jetzt auch mal einen Schneelöwen endlich haben. Der war noch so jung, muss bestimmt noch ein bisschen trainieren. So, gehen wir einfach mal hierher. Vielleicht hat hier jemand Infos für mich. Aber keine mit Questpfeil oder so. Ich möchte eine Quest machen. Lerlin Loka, Lerlin Kassik, Lerlin Marquis. Alles Lehrlinge, die werden kaum eine Quest für mich haben. Ich werde mich höchstens noch belästigen. Laufen wir einfach mal zum Dorf. Da wird sich ja wohl was finden für mich. Mich einfach Firan, noch nicht mal die Prüfung geschafft. Würde auch mal gerne wissen, wo ich die Prüfung jetzt mache. Ja, da ist der Name des Dorfes, den wir nicht wissen. So. Müsste auch mal nachschauen, ob ich hier noch ein paar Sachen ausstellen kann. Also den Chat würde ich auch am liebsten abstellen, weil ich bin sehr One-Player-mäßig drauf. Also ich werde da mir außer vielleicht mal bei so einem... Guck mal, so jetzt muss ich wieder alles aufploppen. Oh, ist das nervig. Da hinten läuft der unsichtbare Midri. Aber wo sind denn die Ausrufezeichen? Irgendwie fehlt es mir gerade an Questgebern. Jetzt hängt gerade alles. Es stockt. Was ist jetzt los? Ah, jetzt hat. Jetzt ploppen wahrscheinlich gleich bei alle auf. Also das nervt mich. Da muss ich noch unbedingt was machen. Das ist auch für ein Let's Play nicht schön, wenn sowas ist. Ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis man sieht, was da steht. Hat sich jetzt ein Fass sichtbar gemacht. Schon mal kann der mit mir sprechen. Warum können die denn nicht mit mir sprechen und sich unterhalten? Vielleicht drücke ich wirklich die falsche... Ja, da war mal schon. Vielleicht drücke ich wirklich die falsche Taste, dachte ich mir gerade. Aber irgendwie finde ich nicht irgendeinen Questpartner. Da tauchen jetzt schon die ersten Figuren auf. Ich brauche halt einen mit Ausrufezeichen oben drüber. So viel ist mir klar. Aber wohin? Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Muss doch mal was passieren hier. Ah, aber ich weiß noch, was man mal nachprüfen könnte. Ich habe das letzte Mal ja was gefunden. Stoffrüstung. Voilà. Ja. So war das jetzt nicht gedacht. Irgendwas habe ich gefunden. Ja. Irgendeine Schattenrüstung oder irgend sowas war das. Was war denn das? Möchte ich gerne mal anziehen.
erstmal mal im Menü gucken, Inventar gucken. Ah ja, hier. Stoffrüstung, nee, das hatte ich schon. Erz. Unbekannt, selten, schiebiger Tresor des Farmers. Ach so, nee. Unbekannte Rüstung der Schattenklinge, genau. Was kann damit machen? Nicht handelbar. Investiere einen Arbeitspunkt, um die Ausrüstung zu identifizieren. Habe ich denn einen Arbeitspunkt? Nicht verkäuflich. Schauen wir mal, ob man das hier machen kann. Du musst Stammspieler sein, um das zu benutzen. Okay. Gegenstand hochstufen. Beutel erweitern. Automatisch sortieren. Was ist denn Stammspieler? Gehen wir mal zum Schmied. Vielleicht kann der mir was sagen. Darüber. Hallo, Herr Schmied. Können Sie mir die Rüstung identifizieren? Schauen wir mal. Abendstein, Dämmerstein. Was soll denn das sein? Nein, ich will es nicht kaufen. Halt! Verkaufen. Verkaufen kann ich gar nichts, oder muss ich das rüberschieben? Gehen wir mal nur kurz aus. Ob ich das schieben muss. Ne, schieben geht nicht. Warum nicht? Kann ich also nichts verkaufen. Hä? Na gut, hatte ich jetzt auch nicht vor. Ah ja, eine Rückkaufliste gibt es auch. So, aber ich möchte auch... Ja, der verkauft nur was, aber er ist auch Schmied. Ich möchte was über meine gefundene Kleidung herausfinden. Warum kann das der Schmied nicht? Ist der Schmied zu blöd dafür? Kann der überhaupt was schmieden? Oder kann der nur irgendwie verkaufen? Rüstungshändler. Vielleicht weiß er was. Das ist eine Rüstung eher. Vielleicht hat er da Ahnung von. Ja, rede mit mir. Der kann mir aber auch nichts dazu sagen. Also. Ja, wieder sehr, sehr noob-unfreundlich das Ganze. Leider. Da muss man sich wirklich erstmal zurechtfinden. Kaufen kann man ja, wie gesagt, noch nichts. Das haben wir schon festgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo bekomme ich diesen Arbeitspunkt her? Oder habe ich vielleicht schon einen? Ich habe ja schon ein paar Jobs gemacht. Beutel um 10 Plätze erweitern. Schriftrolle der Erweiterung. Ja. Hat sich einfach mal erweitert. Oder irgendwie... Das ist auch keinen Sinn gemacht. Gegenstand hochstufen. Oh Gott, ist das kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. Also einsteigerfreundlich definitiv nicht. Muss man sich durchkämpfen. Müssen wir uns durchkämpfen. Werden wir natürlich alles noch ausprobieren, aber... Münze. Ja, ich würde jetzt schon gerne wissen, was ich damit tun kann, weil ich habe es ja immerhin gefunden. Benutze, investiere einen Arbeitspunkt, um die Ausrüstung zu identifizieren. Ah. Rechtsklicke einen Gegenstand in deinem Beutel, um deinen Charakter automatisch damit auszurüsten. Ah. Level zum Ausrüsten zu niedrig. Welches Level brauche ich denn dafür? Also, Lederrüstung. Prächtig staubiger Armschutz. Armschutz haben wir noch nicht. Hochstufung verfügbar. Wiederverwertbar durch Magie. Erhärtung verfügbar. Handgelenke. Haltbarkeit 20. Abwehr 20. Magie Abwehr 20. Stärke 2. Agilität 2. Intelligenz 1. Okay. Und welche Stufe brauchen wir? Erfahrungslevel 6 bis 55. Das ist cool. Wir haben 5. Dann werden wir unsere heutige Aufgabe uns eben selbst geben, wenn wir keinen Questgeber so schnell finden. Und werden dieses eine Level aufstufen, um schniege Handschuhe anzuziehen. Armschoner. So. Zack. Wenn ich mal gegen die Pflanzen hier kämpfen. Mal hier und... Zack. Perfekt. Also das eine Level werden wir ja schnell zusammenbekommen. Haben wir gar nicht angeschaut, was wir da sonst noch gefunden haben. Aber ich bin so von der neuen Rüstung erfreut. Ja, so kann man mit kleinen Dingen auch
kleinen Spielern eine große Freude machen. Und dafür habe ich keinen Cent Euro gezahlt. So. Na los, Seb, auf. So. Ein Level braucht man. Das dürfte man ja wohl schnell drinnen haben. So. Pflanze Nummer 2. 3. Ich würde mal gerne wissen, wo man hier die Erfahrungspunkte sieht. Kann man die hier nachprüfen? Gesundheit, PvP-Erfahrung, besiegte Mitglieder. Da nicht auf jeden Fall. Vielleicht wenn ich auf Level gehe. Nee. Okay, werden wir auch noch herausfinden müssen. Also ich muss noch einiges herausfinden. Werden wir vielleicht mal nächste Folge eine Menü-Test-Folge machen. Wo wir mal alles so einzeln durchgehen. Ich meine, für Spieler, die wohl das genauso wie ich frisch spielen, wäre das vielleicht mal interessant, als kleine Unterstützung alles so durchzugehen. Vielleicht nächste Folge oder übernächste Mal gucken, wie ich das mache. Es kommt darauf an, ob ich jetzt die Quest noch finde, die ich tun muss. Also meine Prüfung als Firan. Weiß nicht, wo die Prüfung ist. Eigentlich heißt das schon, dass ich nicht bestanden habe, oder? Das darf man bloß nicht den Großvisier sagen, der Firan. Dass ich hier nicht meine Prüfung finde. Hab halt die ganze Zeit nichts anderes zu tun gehabt, wie mich mit irgendwelchen Kätzchen zu balgen. Und Löcher in die Luft zu starren. Da hatte ich nicht so die Zeit, als junge Firan mich darum zu kümmern oder mich über die Prüfung zu informieren. Jetzt scheint anscheinend bei jedem Viech was dabei zu sein. Am Anfang war das nicht so, glaube ich. So, der nächste. Also die Monster sehen zum Beispiel ziemlich genial aus. Gefällt mir. Erinnert mich alles so ein bisschen an Final Fantasy 12. Da war das auch sehr ähnlich gemacht, gerade wegen den Katzenwesen. Da gab es eben diese Hasenwesen, die mir noch sehr gut in Erinnerung sind. Und aber auch das Kampfsystem natürlich ähnlich. Ich bin auch auf jeden Fall mal gespannt auf die anderen Kontinente bzw. Ländereien. Ich meine, wir sind jetzt hier mal in der Katzensteppe. Aber nach der Prüfung werden wir die wohl definitiv verlassen. So, komm. Jetzt gib mir mal mein Level, damit ich weitermachen kann. Ja, das verdienen wir uns hart, das neue Kleidungsstück. Aber ich will jetzt auch die Armschoner haben. So. Nochmal Geldbeutel des Farmers. Ich hoffe, ich muss da nicht noch hunderte von töten. Ich denke mal nicht, oder? Irgendwann wird es schon soweit sein. Ich habe jetzt schon einiges getötet. Es ist natürlich immer so. Es wird immer mehr, logischerweise. Je höher das Level, umso länger dauert es. Und ich nehme mal an. Ah, jetzt hat. Wunderbar. Hart verdient. Hart verdient, sage ich nur. Dazu. So. Dann wollen wir mal unsere neue Kleidung ausprobieren. Bis jetzt nur ein Armband. Hier sind wir richtig. Mal gucken. Ich sehe nichts. Kommt's noch? Sieht man's nicht oder wie? Hallo? Oder ist das doch was anderes? Staubiger Armschutz, ja. Ich sehe nichts.
Müsste aber eigentlich zu finden sein, oder? Halte ich mir das mal hin. Wo ist er denn nun, der Armschutz? Braucht der, bis er sich lädt? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt seine Oberbekleidung, dass man ihn nicht sieht. Probieren wir es mal. Nee, sieht man auch nicht recht sonderlich viel mehr. Jetzt haben wir uns den schönen Armschutz verdient. Jetzt sehen wir nix. Vielleicht liegt das hier ran. Okay, sehen tun wir nichts. Weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist oder ob die wieder die Grafik spinnen. Kann auch sein, dass es beabsichtigt ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal uns diese Handschuhe verdient. Aber sehen tun wir leider nichts. Dann stören sie uns wenigstens nicht so, wenn sie hässlich wären. So, jetzt müssen wir aber doch trotzdem mal unsere Prüfungsquest finden. Also, ich habe mit dem auf dem Berg gesprochen. Und dann, wie soll es weitergehen? Schauen wir mal in unser Questbuch. Letzte Episode. Steht auch nichts drin. Steht ja gar nichts drin. Läuft. Nichts. Ich bin verwirrt. Bevor ich da jetzt seit ewig suche, das werde ich mir dann nochmal ganz kurz in aller Ruhe offline anschauen. Nicht offline, außerhalb des Let's Plays, um das zu finden. Und wenn ich es dann gefunden habe, werde ich dann da rein switchen, dass wir uns da nicht zu lange mit aufhalten. Aber schade, dass wir jetzt wirklich nichts an den Armen haben. Muss man anscheinend doch noch etwas länger. Ah, da ist unser Welpi. Welches hatten wir gleich? Ich glaube, der da hier war's, oder? Oh. Ich will wieder mit dem Welpen spielen. Ich habe keine Lust zu kämpfen oder die Vieranprüfung zu machen. Ich will den ganzen Tag hier in den Welpen. Auf der Steppe mit dem Welpen spielen. Wo ist mein Welpe? Warum habe ich ihm keinen Namen geben dürfen? Okay, und hier ploppt das noch gleich. Oder? Ist das ein Vogel? Kann ich auch nicht ansprechen. Also ich kann nichts ansprechen, solange ich nichts mit denen zu tun habe. Das ist auch ein bisschen traurig. Ein bisschen lieblos. Gut. Da hinten rennt was. Was ist das? Ach, das sind diese Viecher. Das ist ja einiges, eine ganze Herde. Hallo? Kennt ihr den Weihnachtsmann? So. Nun gut. Heute haben wir nicht so viel geschafft. Das nächste Mal vielleicht wieder. Oder Hopfenhase. Und dann könnt ihr mich unten verhaten. Und beim nächsten Mal werden wir uns mal über das Menü hier hermachen, um dass wir da mal mehr Einblick haben. Bis dahin. Ciao. Eine kleine Tanzeinlage. Dass es heute nicht ganz so langweilig ist.